Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie man sieht, habe ich hier einen ES 30 noch neu verpackt in der Box. Wie man sieht, sieht die Box ein bisschen mitgenommen aus vom Aussehen her, aber das liegt halt natürlich hier auch am Versand bzw. an DPD in dem Fall. Aber trotzdem sieht die ziemlich gut aus. Also ich sag mal so, ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Also auf jeden Fall ziemlich gut. Auch der Versand hat tatsächlich nur einen Tag gedauert. Obwohl es DPD Classic war, also da kann man DPD definitiv loben. DPD ist auf jeden Fall ziemlich gut mit dabei, würde ich sagen. Ansonsten geht es hier natürlich erstmal um den Scooter. Hier sieht man so ein paar Angaben zum Roller. So in der Front direkt erstmal Okay Neon Pro ES 30. Das ist deren Long Distance Power E-Scooter. Und wer meine Videos über den ES 20 gesehen hat, der wird schon sehen, dass der wahrscheinlich wirklich ganz gut Power haben sollte, denke ich jetzt mal. Ansonsten haben wir hier erstmal so ein paar Angaben. 80 Kilometer Reichweite soll das Ding haben. 700 Watt soll der Peak haben. Aber ich denke mal, der wird auf jeden Fall richtig Dampf haben, wie der letzte. So, ansonsten halt RGB-LED-Lichter und alles. Das Display ist natürlich wieder veränderbar. Ansonsten hat er hier, wie man sieht, Samsung-Zellen verbaut. Zudem das Besondere ist bei dem jetzt, dass er wirklich 48 Volt hat. Und ich glaube, es waren 14,6 oder 14,9 Amperestunden. Also schon recht viel, dass man da irgendwie auf 690 Wattstunden am Ende kommt. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, der Scooter kostet neu, wenn man jetzt in Amerika guckt, da wird er nämlich schon verkauft, kostet er dort teilweise mit Angebot 750 Dollar und im Standardpreis dann 800 bis 850. Und wenn ihr das vergleicht mit unseren deutschen E-Scootern, die wir hier haben, ist das meiner Meinung nach schon einer der neuen Preis-Leistungssieger, wenn man jetzt so bedenkt. Natürlich muss man dann die Steigungstests und sowas alles noch damit machen, wie gut er dann performt, aber mit Schlauchlosreifen, mit dem ganzen Gesamtpaket, allein mit diesem riesen Akku, den wir hier haben, für diesen Preis ist er wirklich unschlagbar gerade, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Klar, der hat vielleicht keine Blinker oder so, die kann man da auch irgendwie nachrüsten, aber in dem Fall erstmal vom Akku her soll der auf jeden Fall eine richtige Maschine sein. Aber beginnen wir auf jeden Fall mal mit dem Unboxing selbst. So, ich öffne jetzt mal den Scooter. Zudem muss man halt erstmal hier ganz normal mit Messer das Klebeband wegschneiden. Dann kann man diese Lasche, wie man hier sieht, ganz gut rausholen. Das tue ich jetzt auch auf der anderen Seite. So, dann ist das natürlich auch getan. Und hier sehen wir auf jeden Fall eine Besonderheit. Hier haben wir so eine Art, ich weiß nicht, so ein Cover oder so, was nochmal drumrum ist. Und das kann man ebenfalls entweder abschneiden oder einfach zur Seite rausziehen. Ich werde es jetzt in dem Fall einfach mal zur Seite rausziehen, damit ich hier erstmal nichts kaputt mache, falls was damit ist. Wie man sieht, habe ich das jetzt natürlich abgezogen und das liegt jetzt einfach dahinter. Und hier haben wir auch nochmal zwei neue Klebestreifen bekommen. Den einen hier und den anderen da. Die schneiden wir ebenfalls auf. Und jetzt kann ich den Karton von oben öffnen. So, wie man hier sieht, ist der Karton jetzt geöffnet. Hier haben wir die ganzen Utensilien. Also erstmal das Tool, um die Schrauben festzumachen. Hier nochmal eine extra Schraube. Dann haben wir hier die NFC-Karte, die Schlauchverlängerung, damit man einfach die Reifen besser aufpumpen kann und natürlich auch die Bedienungsanleitung. Und in der Mitte befindet sich der Scooter selbst. Der Lenker müsste bereits eingerastet sein. Damit sollte man den einfach mit einer Hand jetzt hochheben können. Das tue ich jetzt auch. Wenn der Scooter dann hier vor der Box steht, melde ich mich dann sozusagen Mir ist wieder. jetzt ebenfalls aufgefallen, als ich diese Lasche hier hochgemacht habe, dass sich hier in dieser kleinen Box das Ladegerät vom Scooter befindet. Das war hier ganz gut integriert, so dass man es auf jeden Fall nicht so einfach gesehen hat. So, wie man sieht, habe ich den Scooter jetzt aus der Box rausgehoben und hier einfach aufgelegt. Ich habe bereits ein bisschen die Folie abgemacht, damit ich den Scooter besser anheben konnte, da das alles um den Lenker und so schon drum war. Und so konnte man den einfach besser hochheben. Ansonsten finde ich es auch ganz lustig, dass hier wirklich von Okay scheinbar selbst die Pappe selbst gemacht wird oder selbst das Styropor selbst gemacht wird. Oder da steht dann genau ES30-4 drauf. Also wirklich, dass es extra für ein ES30 gemacht wird, wahrscheinlich in den Okay-Fabriken selbst. Finde ich auch irgendwie ganz lustig, dass sie einfach eine eigene Fabrik oder irgendwie eine eigene Produktionsstätte einfach für das Styropormaterial haben. Ja, ansonsten steht der Scooter erstmal hier vor einem. Erinnert einen von der Größe so ein bisschen schon mal an den Ninebot G30. Aber ich packe den auf jeden Fall mal aus der Folie raus, damit man die ganze Pracht, sage ich jetzt mal, erkennt. So. Der Ständer befindet sich bei dem Kollegen tatsächlich vorne. Bei dem ES20 ist er ja hinten. Das ist hier auf jeden Fall eine Neuheit. Dann gehen wir hier mal zu dieser Folie hier hinten. Holen wir die auch mal raus. Packen wir den Lenker ein bisschen weiter vorne hin, damit er hier nicht so
runterfällt, das wollen wir ja nicht. Genau, ziehen wir es alles nach hinten, mal ein bisschen nach vorne rollen, so rollen wir es wieder nach hinten. So, jetzt habe ich auch den Ständer rausgeholt und wie man hier sieht, haben wir jetzt den gesamten Scooter vor uns stehen in einer richtig schönen schwarzen Farbe. Und da der natürlich noch komplett neu ist, strahlt er auch so richtig schön noch in der Farbe. Ist ja immer so, wenn die Fahrzeuge neu sind. Und ja, sieht auf jeden Fall erstmal so ganz cool aus. So, hier haben wir jetzt mal so die ganzen Utensilien, die noch dabei waren, neben dem Scooter natürlich selbst, der jetzt dahinter steht. Und jetzt ist natürlich sehr interessant, wie viel Ampere das Ladegerät hat. Und das packen wir mal ganz schnell aus und schauen mal, wie stark das Ladegerät ist. Packen wir auch mal die Folie ab. Sieht auf jeden Fall so ganz cool aus. Er erinnert mich so ein bisschen an das SoFlo-Ladegerät, lustigerweise. Der Stecker ist aber auf jeden Fall eine Eigenentwicklung von Okay. Also den gibt es jetzt nicht so auf dem Markt, bis auf den Sharing-Scooter. Einige der Sharing-Scooter haben genau denselben Anschluss, wie zum Beispiel der ES400V oder der ES600. Und hier sehen wir jetzt, dass das Ladegerät tatsächlich 2 Ampere auf 54,6 Volt hat. Was auf jeden Fall ein bisschen schade ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man den Scooter auch schnell laden kann. Der kann auch mit 5 Ampere geladen werden. Da wird auf jeden Fall dann die Geschwindigkeit des Aufladens drastisch gesteigert. Und hier sehen wir nochmal das Ladegerät und dann halt das Kabel, was nochmal damit dabei ist. Und damit kann man den auf jeden Fall ganz gut schnell laden. Und das ist auf jeden Fall ganz cool, dass hier die Option geboten wird, dass man den schneller laden kann. Nur muss man halt erstmal ein Ladegerät finden. Ich selber habe mit so einem Stecker auch ein 3 Ampere Ladegerät. Deswegen kann ich den halt mit 3 Ampere ebenfalls aufladen, aber 2 Ampere ist erstmal ganz okay, weil man hier bedenken muss, okay, der hat 48 Volt und da sind 2 Ampere schon mal ein bisschen was. Aber das ist halt auch relativer Standard, also sehr viele Scooter haben mittlerweile 2 Ampere, also da hätte ich mir schon 3 Ampere schon mal gewünscht. Aber ist jetzt mal okay, ist ja auch meckern auf hohem Niveau, weil ich meine, bei der Reichweite, die der Scooter haben soll, sollte man auch keine Probleme mit dem Laden haben, zumindest nicht so oft. So, jetzt kümmere ich mich mal um den E-Scooter selbst und zwar den Lenker in das Rohr reinstecken, damit er überhaupt erst angeht. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Das ist aber recht einfach, da man einfach nur 2 Schrauben zuschrauben muss, wovon sich eine ganz unten in der Verpackung da befindet. Und das Tool ist dazu ebenfalls mitgeliefert. Da ich mir vorstellen kann, dass es einige Leute zu Beginn nicht checken, wie man diesen Klappmechanismus löst, ist es tatsächlich so, dass man erstmal diesen Hebel nach hinten drücken muss. So nach hinten und dann nach unten. Und jetzt kann man den Lenker einfach hochheben. Man muss nur mit dem Kabel vom Lenker aufpassen, weil der natürlich mit dem Bremsschlauch verbunden ist. Jetzt ist das Ding fest, aber um das endgültig festzumachen, damit man keine Probleme hat, einmal runterdrücken und jetzt bewegt sich hier auch nichts mehr und der Klappmechanismus ist komplett fest. So, jetzt haben wir hier die Steckerverbindung, die verbinden wir dann halt mit dem Lenker, wie man hier sieht. Die gelbe kommt natürlich in die gelbe rein. Ich glaube, die passen auch andersrum nicht, sonst nicht rein. Gelbe kommt in die gelbe rein, so einfach reingesteckt. Das geht recht einfach. Und die grüne dann natürlich in die grüne rein. Das hier geht ebenfalls recht einfach. So, jetzt sind die fest. Die kann man dann hier erstmal von unten hier reindrücken, damit die genau in deren, ich sag mal, Behältnisse da reinkommen. Da gibt es so extra Plätze für die Kabel. Die muss man da erstmal ein bisschen runterdrücken und den Rest drückt man dann einfach nach oben. Und dann muss man aufpassen, dass der Lenker genau richtig rum zeigt. Also, dass diese Öffnung hier nach vorne zeigt und dass das Bremskabel nach rechts runter geht. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil sonst ist es ein bisschen verdreht. Das will man ja nicht. So, und jetzt machen wir den Lenker einfach drauf. Passen auf, dass die Kabel keine großen Knicke bekommen. So, jetzt kann man den einfach da drauf. So, jetzt ist er auch eingerastet. Dieses Ding sollte man auch zur richtigen Position bewegen, indem man das einfach hier hinschiebt. Wichtig ist dann, dass genau diese Abstände, die hier drunter auch sind, beim Lenker selbst, ebenfalls genau da sind, wo halt auch dieser Abstand dann ist. Und dann schraubt man das hier zu und hier unten schraubt man noch eine weitere Schraube rein und dann ist es finito. Um das reinzuschrauben, kann man einfach das mitgelieferte Tool verwenden. Erstmal die Verpackung ab, das kann man einfach reinwerfen und dann nimmt man den Imbusschlüssel da raus. Den setzt man dann auf die Schraube rauf. Okay, das geht hier jetzt erstmal recht einfach. Dann schrauben wir das so erstmal rein. So, dann schauen wir, okay. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, vielleicht ein bisschen zur Seite drücken, das passt so. Und dann mit der Seite ein bisschen nachdrücken. So, das kann man dann hier so ein paar Mal machen, damit das richtig schön fest ist. So. Weil man will ja natürlich, dass der Scooter auch
den Lenker dort behält, wo der sein soll. Und das schafft man nur, wenn das hier richtig schön fest ist. Die untere Schraube aber wirklich nur handfest reinmachen. Die obere kann man richtig schön festmachen, weil das Ding muss ja auch was zum Halten haben. Aber die untere wirklich nur so, wenn es einem fest erscheint, nicht weiterziehen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil man will ja die Schraube oder halt das Gewinde nicht kaputt machen. Die kann man hier unten sogar erstmal mit der Hand oder den Fingern einfach reinschrauben. Das geht hier erstmal. Wie gesagt, hier ist das recht einfach. Aber oben kann man ruhig bei der Schraube ein bisschen Druck drauf geben. Denn die muss am wichtigsten richtig schön zu sein. Man sieht, die untere geht richtig leicht rein. So, kann man vielleicht nur gucken. Ja, viel mehr braucht man da nicht. Ist jetzt fertig. Und jetzt hat man den Lenker erfolgreich montiert. So, jetzt probieren wir mal, ob das Gute auch schon angeht. Und wie man sieht, geht er nicht an, weil man tatsächlich bei OKI immer das Ladegerät zunächst mit dem Scooter verbinden muss, damit sich der Scooter sozusagen aus dem Sleep-Modus entsperrt und damit man den ganz normal mit dem Knopf anschalten kann und dann halt mit der App benutzen kann. So, das Ladegerät befindet sich jetzt hier. Es leuchtet grün, wie man sieht. Hier unten ist die Ladebuchse. Da muss man dann halt das Ladegerät reinstecken. Das sieht man jetzt hier. So, das kann man ganz easy mit einer Hand machen. So, und jetzt das Ladegerät da rein. Das sollte dann anfangen, rot zu leuchten. Und dann, wenn es rot leuchtet, geht auch der Scooter an. So, jetzt sieht man, es hat angefangen, rot zu leuchten. Und dann kann man auch mal oben zum Scooter hingehen. Und wie man sieht, hat er 73%. Und jetzt, wenn man das Ladegerät abnehmen würde, würde der Scooter ganz normal angehen. Ist abgenommen. Den Scooter kann ich jetzt einfach ganz normal, wie man sieht, mit dem Knopf anschalten. Und was jetzt erstmal ganz cool ist, die LED-Beleuchtung ist bei dem Kollegen hier angegangen. Und hier sieht man das ganz normale Watchface. Der ist gerade im E-Modus, dann drücke ich zweimal. Jetzt ist er im Hochmodus, jetzt blinkt auch das Licht nicht. Das bedeutet, jetzt fährt er halt seine volle Geschwindigkeit von 20 km/h. Vielleicht auch mit Toleranz, das werden wir aber später in den Tests herausfinden. Zunächst kann man direkt schauen, ich drücke mal die Bremse. Aber er scheint auf jeden Fall kein Bremslicht zu haben. Also wenn ich die Bremse gedrückt halte oder drücke, dann kommt da auf jeden Fall kein Bremslicht. Aber was auf jeden Fall definitiv cool ist, ist, dass die LED-Beleuchtung lustigerweise einfach trotzdem in der DE-Version angeschaltet ist und funktionabel ist. Hier kommen wir auch mal zur Folie und dann entfernen wir die. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. So, jetzt sieht man hier den ES20 und den ES30 nebeneinander. Den G30LD habe ich gerade leider nicht parat. Der ist gerade nicht bei mir, deswegen kann ich den hier leider nicht direkt zum Vergleich zeigen. Aber hier sieht man definitiv erstmal die Reifengröße. Allein die Reifenbreite, die ist beim ES30 jetzt locker mal doppelt so breit. Da muss man auf jeden Fall sagen, dass das definitiv geiler ist hier von der Reifenbreite. Außerdem das hier natürlich schlauchlose Reifen und das sind Schlauchreifen. Aber ansonsten sind die Elemente wie zum Beispiel die Reflektoren recht ähnlich. Die LED-Leiste verläuft ebenfalls oben und unten. Das ist auch ganz cool. Aber was auch ganz interessant ist, ist, dass die von der Länge tatsächlich recht ähnlich sind. Wobei das Trittbrett oder Trittfläche von dem ES20 ganz, ganz leicht länger scheint, weil da noch die Federung dazwischen steckt. Der hat ja keine Federung, der hat dann wirklich nur die beiden schlauchlosen 10 Zoll Luftreifen. Hier können wir auch mal von hinten gucken. Ja, das flackert zwar jetzt in der Kamera so, aber in echt sieht es einfach nur richtig hell aus. Deswegen, ja, keine Ahnung, flackert jetzt einfach nur in der Kamera so. Ansonsten kann man hier mal rumgehen, von der Seite ebenfalls. ES20 und ES30 sehen sich schon recht ähnlich, aber ich finde auf jeden Fall auch die schwarze Farbe richtig cool von dem. Das muss man den auf jeden Fall lassen und hier auch nochmal von vorne die Ansicht. Also hier ist auf jeden Fall alles ein bisschen größer, ein bisschen breiter, ein bisschen stabiler. Das muss man den auf jeden Fall lassen. Also da sehen die im Vergleich beide auf jeden Fall ganz cool aus. Ihr wisst auf jeden Fall, den ES20 mag ich schon sehr. Also mit dem fahre ich auch richtig, richtig viel. Und der hatte mich tatsächlich letztens im Reichweitentest, der wahrscheinlich nach diesem Video kommt, sehr stark überrascht. Also hätte ich nicht erwartet, dass er so viel schafft. Und deswegen denke ich mal, dass der Kollege hier auf jeden Fall ähnlich gut sein wird. Und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie viel denn der ES30 später in den Reichweitentests erreichen kann. So, wie man hier jetzt beide aufgeklappt sieht, sehen die von der Höhe auf jeden Fall recht ähnlich aus. Und die Lenker scheinen auch recht ähnlich zu sein. Nur, dass der hier natürlich in der Farbe schwarz ist und der hier in weiß ist. Aber ansonsten auch von der Stange und so sind die einen auf jeden Fall recht ähnlich. Ich habe den Kollegen auch gerade mal hochgehalten und geschaut, wie schnell der fährt. Und der hat mir auch gerade eben 20 km/h angezeigt. Das ist ein bisschen schade, weil ich schon gehofft habe, dass wir die 22 irgendwann mal endlich bekommen. Aber da bin ich auf jeden Fall mit dem Support noch am Kämpfen, dass man wirklich mal die 22 km/h beim OKI Neon oder generell bei den ganzen OKI-Scootern mal durchsetzt. Weil
Die haben es bis jetzt scheinbar immer noch nicht wirklich begriffen oder es ist technisch nicht möglich, keine Ahnung, dass man den auch auf 22 km/h in Deutschland verkaufen kann, da das schon so viele machen. Und das ist natürlich für Okay auch ein großes Kaufargument. Wenn der jetzt 22 km/h fährt, kaufen den wahrscheinlich viel mehr Leute, als wenn der nur 20 fährt. Wobei ich ganz genau weiß, dass die Okay-Fahrzeuge immer so 21 fahren, obwohl die 20 anzeigen, weil es ist immer 20, irgendwas. Und deswegen sind die auf jeden Fall immer von den 20 km/h-Rollern immer am flottesten mit dabei. Seht ihr hier mal die Ladeanimation an, die ist ja richtig cool gemacht. Anhand des Akkustandes wird die halt in dem Fall höher oder halt tiefer und dann geht da immer so ein kleiner Strich immer so ein bisschen weiter nach unten. Das ist ja richtig cool gemacht, finde ich. Das gibt es zum Beispiel bei dem hier nicht, soweit ich es gesehen habe. Beim ES20 hatte ich es zumindest so nicht gehabt, sondern da kann man halt verschiedene Sachen einstellen, aber das ist mir auf jeden Fall ganz neu. Und ja, das ist es erstmal mit dem Unboxing vom Okay Neon ES30 bzw. Neon Pro. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Scooter sein wird. Wenn ihr ebenfalls gespannt seid und auch die Reviews und die Tests damit nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt ein Abo und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.